Es ist ein äußerst spannender Tag, denn Plagiatsvorwürfe gegenüber Ministerin Christine Aschbacher sind hier heute laut geworden. Sie hatte ihre Diplomarbeit im Jahr 2006 abgegeben an der FH Wiener Neustadt, wurde mit einem sehr gut beurteilt. Und die Plagiatsvorwürfe kommen von Plagiatssieger Stefan Weber. Er sagt, es ist ein offensichtliches Plagiat und sehr plump wurde hier gearbeitet. Schönen guten Tag, Herr Weber. Guten Tag. Wie kommen Sie jetzt zu dem Schluss, dass hier schlampig gearbeitet wurde von der Ministerin? Was konnten Sie aufdecken? Ach, die Arbeit ist eigentlich eher ein Fall fürs Wissenschaftskabarett. Also ich würde empfehlen, dass man sie online stellt und allen Studierenden in Österreich zeigt, wie man nicht arbeiten soll. Ja? Zumindest dann, wenn man genau hinschaut. Also die Arbeit enthält Rechtschreibfehler, sie enthält Grammatikfehler. Das wäre ja isoliert betrachtet noch nicht so schlimm, wenn aber nicht dann diese Fehler plötzlich nicht mehr auftauchen. Und wo tauchen diese ganzen Fehler nicht mehr auf? Naja, dort, wo die Frau Ministerin Aschbacher nur noch andere Literatur abgeschrieben hat. Und wie hat sie das gemacht? Sie hat das nicht so gemacht, wie es wir schon im Gymnasium lernen, wie es wir schon in der vorwissenschaftlichen Arbeit lernen, nämlich Sätze wörtlich übernommenes unter Anführungszeichen, sondern sie hat aus dem Internet heraus und aus Buchquellen teilweise Absatzzeiten lang rauskopiert und irgendwann am Seitenende befindet sich eine Fußnote und dann hat sie diese Methode noch verschärft, indem sie diese Fußnote auch noch weggelassen hat und jetzt sieht es so aus, dass im Hypothesenteil und im Schlussfolgerungsteil, also eigentlich im Kern der Arbeit, wo man sich erwartet, was sind die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Arbeit, ein Plagiat an das andere zu reihen ist, insbesondere ein bundesdeutscher Autor, der Herr Biesel mit Bertha, wurde von der Frau Ministerin Aschbacher hier üppig plagiiert. Also Sie sehen schon, es ist eine Arbeit, die einem beim Lesen eigentlich den Zorn bringt und die eigentlich den Blutdruck eines jeden redlich arbeitenden Wissenschaftlers steigern lässt. So kann es nicht gehen. Es ist eine einzige wissenschaftliche Katastrophe, sagen Sie. Ist jetzt die Ministerin in Ihren Augen rücktrittsreif oder wie sollte sie sich jetzt verhalten? Das kann ich Ihnen gern sagen und ich sage Ihnen ganz klar jetzt auch, das wird ein Testfall werden, ob das österreichische Universitätsrecht, das Universitätsgesetz und darin das Studienrecht funktioniert. Was folgt? Die Ministerin Aschbacher hat ein sehr gut bekommen. Aufgrund dieser Faktenlage ist klar, dass hypothetisch sie eine schlechtere Note bekommen müsste. Ich glaube, es kann niemand argumentieren, dass man mit diesen Plagiaten, mit diesen ganzen anderen Defiziten ein sehr gut behalten kann. Das heißt aber, da greift jetzt folgende Logik. Sobald sie eine schlechtere Note bekommen hätte, nicht wegen Qualitätsmangeln, sondern wegen Täuschungsabsicht, weil sie erschlichen hat, weil sie dem Leser vorgetäuscht hat, dass es ihr Text ist, aber es ist der Text eines anderen. Dann muss laut § 89 Universitätsgesetz der Grad widerrufen werden. Und die FH Wiener Neustadt wird, wenn alles rechtens zugeht, nicht darum herumkommen, bei den Hypothesen und in der Schlussfolgerung diese Täuschungsabsicht zu erkennen. Daraus folgt, das ist ein Stammrechtssatz des Verwaltungsgerichtshofs, daraus folgt der Widerruf des Grades. Sie wird also ihren Magister-FH-Grad verlieren, wenn alles mit rechten Dingen zugeht und wenn alles so zugeht, wie es die führende Kommentatorin des Universitätsgesetzes in Österreich in ihrem Kommentar beschreibt. Zweiter Punkt, sie hat mittlerweile ihr Doktoratsstudium, ihr PhD-Studium in der Slowakei auch abgeschlossen. Verliert sie den österreichischen Magistergrad, hat sie sich auch die Zulassung zum Studium im Ausland erschlichen und wird auch diesen Grad verlieren. Das heißt, die studienrechtlichen Rechtsfolgen eines Plagiats auf Magisterebene greifen in diesem Fall auch auf den höheren Grad, nämlich auf die Doktorebene. Und sie müsste, ich sage es jetzt noch einmal, wenn lege artis vorgegangen wird und wir hier in Österreich keine Sonderregel für Politiker exekutieren, müsste sie alle akademischen Grade verlieren und zurück an den Staat. Das würde auch nicht schaden, weil dann lernen sie vielleicht doch noch, wie man korrekt wissenschaftlich arbeitet. Warum ist es Ihrer Meinung nach möglich gewesen, dass diese Diplomarbeit hier überhaupt mit einem sehr gut beurteilt wurde? Die Professorinnen und Professoren sollten hier doch sehr genau prüfen.
Die Diplomarbeit wurde im Jahr 2006 verfasst. Das war ein Zeitpunkt, zu dem das Plagiatsproblem an den Hochschulen schon allgemein bekannt war. Es gab 4 Jahre zuvor bereits im Spiegel in Deutschland eine große Serie zum Thema Plagiat an Universitäten. Es gab erste Plagiatsprüfsysteme. Jeder Betreuer wusste im Jahr 2006 bereits, dass er selektiv googeln muss, um zu schauen, ob alles passt. Dieser Betreuer hat die Arbeit von der Frau Aschbacher sicherlich nie gelesen. Und ich muss ihm auch klar unterstellen, dass er wohl andere Gründe gehabt hat, dieser Arbeit ein sehr gut zu geben. Einen ähnlichen Fall hatten wir vor Jahren schon einmal, den Präzedenzfall Vicky und die starken Männer an der Universität Klagenfurt. Auch hier wurde eine Diplomarbeit äußerst dünn inhaltlich mit Plagiaten mit sehr gut beurteilt. Und in der Folge wurde der Grad widerrufen. Das muss natürlich jetzt auch bei einer Politikerin passieren, wenn es bei einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin passiert. Man darf ja hier keinen Unterschied machen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Politiker in so eine Plagiatsfalle tappt. Zum Beispiel EU-Kommissar Johannes Hahn hat sich auch Plagiatsvorwürfen stellen müssen. Und sogar auch ein Präsidentsfall, muss man sagen, der deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Seine politische Karriere ist dann sogar an der abgeschriebenen Doktorarbeit gescheitert und dann auch zerbrochen. Warum ist das kein Einzelfall? Warum tappen Politikerinnen und Politiker immer wieder in diese Plagiatsfalle und sind dann doch dazu angehalten, abzuschreiben? Das ist eine schwierige Frage. Wir wissen im Moment nicht, ob wir nur bei Politikerinnen und Politikern genauer hinschauen oder ob sich dieses Problem generell durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Ich würde fast Letzteres vermuten, wir schauen im Moment bei Politikern genauer hin. Das Problem, das allerdings bei Politikern oder auch bei Führungskräften in der Wirtschaft zutage tritt, ist jenes, dass diese Leute de facto überhaupt keine Zeit haben für eine Arbeit. Und dann kommt es eben zu solchen Verformungen. Die einen beginnen dann zu plagieren, ja, weil das ist ja eine unglaubliche Zeitersparnis. Ja. Wenn ich 30 Seiten plagiere, bin ich in 3 Tagen fertig. Wenn ich 30 Seiten selber schreibe, brauche ich die 10-fache Zeit. Oder viele andere engagieren einen Ghostwriter. Ja, das Problem ist also eher das, dass wir in der Gesellschaft diese Idee haben, ich mache einen Magistergrad oder ich mache einen Doktorgrad, um mich gesellschaftlich abzugraden, damit auf meiner Visitenkarte mehr steht. Das ist eigentlich eine Perversion, denn ich soll ja Wissenschaft machen, weil ich eine Forschungsfrage habe, weil ich ein Thema habe, das ich gern beantworten möchte, weil ich der Welt etwas mitteilen möchte im Idealfall. Ja? Und das ist das, was mich so wurmt, dass man in diesen Fällen, Guttenberg, jetzt Aschbacher, ganz weit weg sind von der Idee, ich möchte mit der Wissenschaft etwas bewirken, aber wir sind ganz nah bei der Idee, ich brauche gerade für meine Karriere. Der Fall von Ministerin Aschbacher liegt eben im Jahr 2006. Auch der Fall von Karl Theodor zu Guttenberg war in den Nullerjahren. Wird heutzutage im Jahr 2021 sowas auch noch durchgehen? Oder funktioniert derzeit die Plagiatsprüfung so fehlerfrei, dass es zu solchen Plagiatsfällen nicht mehr kommt? Die Plagiatssoftware liegt vor, die Schnittstellen zu den Learning-Management-Systemen, wie es heißt, an den Universitäten, meistens Moodle, liegen vor. Es gibt im Moment keine Verpflichtung, dass Betreuer tatsächlich prüfen. Ich tue es, ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, wie viele Arbeiten dieser Art durchgehen. Wir sehen das immer erst im Einzelfall, wir sehen das immer in der Stichprobe, aber ich befürchte, ich muss es Ihnen ehrlich sagen, da ich auch weiß, dass einige Universitäten noch gar nicht die Plagiatsoftware mit ihrem E-Learning-System verbunden haben, dass weiter Dutzende, wenn nicht Hunderte solche Arbeiten in Österreich täglich produziert werden. Also die Gefahr besteht, Plagiate wird es immer geben. Ich hoffe nicht, dass es Plagiate immer geben wird, denn die Wissenskultur wandelt sich. Und wenn wir mal alles rückblickend digitalisiert haben und jede neue Arbeit digitalisieren,
dann kann ja jede Software automatisch überprüfen. Und das ist ja meine Vision, wenn ich das noch kurz sagen darf. So wie wir zum TÜV gehen oder uns auf Österreich ein Pickerl aufs Auto kleben lassen, so muss jede wissenschaftliche Arbeit, bevor sie online oder als Buch veröffentlicht wird, durch einen Wissenschafts-TÜV gehen und dann wissen wir, sie ist sauber. Das ist übrigens etwas, was uns nicht nur hilft, Plagiate zu verhindern, das schafft auch Glaubwürdigkeit bei empirischen Studien, was gerade jetzt in der Corona-Pandemie extrem wichtig ist.